Hey ho und willkommen zurück zu einem neuen Video bezüglich Visionaire Studio 5 und unserem Projekt, was wir dazu anlegen. Ich bin der Sebastian und wir werden heute ein wenig zu den Interfaces lernen, die man so unter anderem in Visionaire Studio anlegen kann. Man ist da relativ frei. Ich werde in den nächsten Videos, habe ich mir gedacht, 4 verschiedene Interface-Arten vorstellen. Ich habe das so ziemlich runtergedampft auf diese 4 Typen. Das wäre zum einen in diesem Video das Interface, was zum Beispiel in Deponia genutzt wird, beziehungsweise wenn man ein bisschen weiter zurückdenkt, gegebenenfalls auch in Broken Sword, beziehungsweise Baphomets Fluch, wie es in Deutschland heißt. Also ein Interface, wo man mit einem Linksklick eine grundlegende Aktion ausführt. Wir nennen sie mal Benutzen. Kann aber alles sein. Und mit einem Rechtsklick wird im Allgemeinen eine Untersuchen-Aktion ausgeführt. Dann in den kommenden Videos wird es darum gehen, dass wir unter anderem das Sam & Max Interface kennenlernen, wo ein Rechtsklick die Aktion ändert und ein Linksklick die gewählte Aktion ausführt. Dann natürlich das altbekannte Scum-System, also wo am unteren Bildschirmrand ein Bereich ist, wo Verben stehen und sogar ein Inventar eingeblendet ist. Wobei das Inventar werde ich nochmal gesondert handhaben. Und natürlich nicht zu vergessen wäre das Coin-Menü bzw. der Verb-Coin, wo beim Linksklick auf ein Objekt und entsprechend Halten der Maustaste eine Art Münze erscheint, daher auch der Name, und entsprechende Verb-Icons darauf ausgewählt werden können. In diesem Video geht es, wie gesagt, um das einfachste der Interfaces, wo ein Links- und ein Rechtsklick als einzige Aktion zur Verfügung stehen. Ich habe hier schon mal unser altes Tutorial geladen und ich werde jetzt aber auch eine zweite Version speichern, damit ich in den nächsten Videos immer wieder zurückspringen kann, um die anderen Interface-Typen anzulegen. Ich finde das ein bisschen einfacher, weil wir sonst viel umbauen müssen, um andere Sachen funktionierend zu programmieren. Wir gehen also hier oben auf unser Menü und können dann hier auch eine Version speichern, die hinten mit der Zahl immer plus 1 geht. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn ich hier zum Beispiel Save As mache, könnte ich eine andere Version speichern. Das ist jetzt zwar kein GitHub-ähnliches Versionierungssystem, aber für rudimentäre Sachen, die man, ich sag mal, ausprobieren möchte, die aber total schwer sind, umzukehren, wenn man das total verbockt, hat man hier zumindest die Chance, das ganz einfach unter anderen Dateinamen abzuspeichern. Wir gehen jetzt dazu erstmal kurz in unser Interface-Workspace. Und ihr seht, ich habe das alte aus unserem vorherigen Video, was ich erstmal sporadisch angelegt habe, entfernt, weil wir wollen das ja jetzt richtig lernen. Zum einen brauchen wir natürlich ein Interface, was unsere Maus repräsentiert. Und daher nennen wir unser erstes Interface auch Maus. Das wird so ziemlich auch bei allen anderen Videos gleich sein, aber dann wisst ihr schon mal Bescheid. Wir legen einen Button an, was unsere Linksklick-Aktion festlegt. Und da sie eigentlich für alles stehen kann, sei es schieben, benutzen, keine Ahnung, den Raum verlassen und so weiter, nenne ich sie jetzt ganz rudimentär Left-Click. Und sie ist vom Button-Type Command-Button. Das heißt, alle Button-Type Command-Button sind später auswählbar auf Szenen, auf Charaktere, dass man diese Aktion, nämlich den Left-Click, auf ein Objekt anwenden kann. Wir gehen hier dann nochmal in die Command-Properties und wählen dann hier unseren Cross-Cursor aus, denn der Cursor soll sich ja nur ändern, wenn wir über ein Objekt fahren, und in dem Fall müssen wir erstmal von dem Status Quo ausgehen, also den Standard, das Standardverhalten, sieht der Cursor einfach ganz normal aus. Er kann angewendet werden auf Objekte und Charaktere. Und wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch einen Haken setzen bei Own Character. Das würde dann entsprechend auch auf den eigenen spielbaren Helden nutzbar sein. Command Type ist Normal Command. Dann gehen wir hier nochmal in die Properties und setzen auch diesen Left-Click Command als Standard Command. Ihr müsst das so ein bisschen unterscheiden. Es gibt zum Beispiel in dem Scum-Menü oder auch beim Verbcoin oder bei vielen anderen Interface-Arten ein Gehe zu. Das ist in dem Fall bei diesem Interface eigentlich nicht vorgesehen, da ein Linksklick auf ein Objekt sofort die Aktion ausführen lässt, sobald der Charakter dahin gegangen ist. Ist halt diese typische Eigenschaft dieses Interface-Typs.
Dann gehen wir auf unseren Charakter und setzen natürlich entsprechend das Mausinterface aktiv, damit wir das auch sehen. Speichern das Projekt. Ihr müsst natürlich hier den Helden aktiviert haben und dann die Maustaste, die das Mausinterface aktivieren, sonst wird es natürlich nicht gespeichert. So. Jetzt sollten wir einen ähnlichen Zustand haben wie zum letzten Video. Allerdings steht natürlich kein Gehe zu mehr davor und es wird nur an Stellen, wo ein Objekt es ermöglicht, entsprechend der Objekttext angezeigt. Wir sehen aber momentan, ändert sich zwar der Cursor zu aktiv des Cross-Cursors, aber wir wollen einen anderen Cursor haben, nämlich eine grundlegende Aktion. Ein Cursor, der das in irgendeiner Weise darstellt. Daher legen wir einen neuen an. Nennen den von mir aus Hand, weil mein Cursor stellt eine Hand dar, die ja, auf das Objekt dann zeigen wird. Und in unserem Fall brauchen wir auch eigentlich nur den Active Cursor, denn der Cursor, der wird nur genutzt, wenn wir auf ein Objekt sind. Von daher wird er nie inaktiv sein, es sei denn, wir vergessen ihn zurückzusetzen. Von daher macht es Sinn, zumindest aus Debug-Gründen nenne ich es jetzt mal, den inaktiven Cursor ebenfalls mit einer Grafik zu belegen. Ist aber, ich sag mal, fürs Spielerlebnis eher nicht nötig. Dann sollten wir natürlich auch den Cursor setzen, dass er die klickbare Stelle am Finger hat. Das machen wir für beide. Und sollten nun, wenn wir in unsere Szene gehen, mal ein Objekt wählen, wo wir die Grafik festlegen können, beziehungsweise Aktionen ausführen. Dafür klicken wir jetzt zum Beispiel mal ein Objekt an und gehen hier unter Actions und können hier entsprechend Aktionen hinzufügen. Wir benennen sie erstmal nicht, das macht er normalerweise automatisch, wenn wir nämlich hier einen Execution-Typ auswählen. In dem Fall gibt es zum Beispiel für Add Destination keinen Linksklick. Da gilt halt nur entsprechend ein Command, den wir gesetzt haben. Und bei Immediate Execution seht ihr, es gibt ein bisschen mehr. Werden wir gleich sehen, weswegen das Sinn macht. Wir wählen vom Typ natürlich Executed Command. Und der Command, der ausgeführt werden soll, wäre der Linksklick, den wir vorhin als Interface-Button angelegt haben. Also, wenn wir auf der Vase eine Linksklick-Aktion ausführen, dann soll etwas passieren. Und das sind diese sogenannten Aktionsteile, beziehungsweise im Englischen Action Parts. Und ist unterteilt hier in zwei Bereiche. Einmal eine Liste an zuletzt verwendeten Sachen, die wird gegebenenfalls bei euch leer sein. Ihr habt unten eine Suche, wo ihr entsprechend nach allen möglichen Sachen suchen könnt. Und rechts mehrere Kategorien, wo ihr entsprechend, ja, was aussuchen könnt, was ihr machen wollt. Wir gehen natürlich hier auf, ja, wir machen es mal standardmäßig. Wir suchen mal entweder hier steht schon Display Text. Es ist wahrscheinlich hier, dass es unter Character Display Text ebenfalls zu finden ist. Unser Held soll entsprechend hier etwas sagen und ich sage hier am besten mal, sie ist zu schwer, um sie mitzunehmen. Mal die Vase. So. This waste is too heavy to take around, müsste es glaube ich am besten heißen. Steinigt mich bitte nicht, wenn ich den Satzbau oder gegebenenfalls grammatikalische Fehler oder ne, solche Sachen im Englischen teilweise dann reinschreibe. Es ist nicht meine Muttersprache, ich bemühe mich aber, das möglichst korrekt zu schreiben. Dann machen wir eine weitere Aktion, die ausgeführt werden kann. Und der Rechtsklick, der ist nämlich hier als Immediate Action entsprechend schon vorgesehen. Das heißt, wir brauchen dafür keinen extra Button. Wenn ein Right-Click entsprechend sofort ausgeführt wird, und das ist eine Besonderheit, warum ich jetzt sofort gemacht habe, weil ich möchte es möglichst nahe an den Spielen, woran ich mich jetzt orientiere, haben. In Baphomets Fluch zum Beispiel ist es meines Wissens nach so, dass wenn ich rechtsklicke etwas, wird natürlich untersucht, aber dass der
Held entsprechend sofort einen Kommentar dazu abgibt, anstatt erstmal den Weg dahin zu rennen. Und daher soll er es sofort ausführen, wenn wir die Vase rechts klicken, egal wo wir in dem Raum stehen. Dann soll auch nochmal ein netter Kommentar kommen. Sieht schwer aus. Und im Normalfall wird es jetzt so sein, dass, wenn wir mal hier unsere Szene haben, wenn unser Charakter, ich sag mal, hier unten steht und nach unten gucken würde und wir die Vase jetzt rechts klicken, dann würde er aber immer noch nach unten gucken. Wir können das jetzt lösen, indem wir manuell unter Character gegebenenfalls ein Align Character machen, das natürlich da drüber, und entsprechend sagen, entweder zu einem Charakter oder zu einem Objekt. Wir können aber auch, weil das ja immer machbar sein soll, die Engine eine gute Funktion, die wir hier unter den Spieleinstellungen finden. Nämlich da gibt es hier Align Character on Immediate Execution. Das heißt, er wird automatisch sich zu einem Objekt hindrehen, wenn es eine Immediate Execution Aktion gerade erfährt. Dann gehen wir natürlich nochmal zurück und wollen, dass sich der Mauszeiger entsprechend ändert. Und dafür gibt es entsprechend auch in der Immediate Execution ein Cursor Enters Object Area und ein Cursor Leaves Object Area. Und da können wir entsprechend sagen, Interface, Set Cursor, Hand. Dann kopieren wir das nochmal mit Command-C, Command-V, sagen hier Leaves und ändern es hier wieder zurück auf Cross. Und wenn ihr jetzt mehrere Cursor habt, also ich sag mal, wenn ihr einen Charakter habt und da soll die Linksklick-Aktion natürlich nicht unbedingt die Hand sein, sondern eine Sprechblase, dann legt er natürlich einen weiteren Cursor an, entsprechend der wie eine Sprechblase aussieht und gibt dann am Cursor Enters Object Area des Charakters dann natürlich Set Cursor Speech Bubble an. Die Charakteraktion findet ihr natürlich nicht hier bei einem Objekt in eurer Szene, sondern entsprechend in eurem Charakter selber, den ihr ansprechen wollt. Ist aber dann nochmal gegebenenfalls ein anderes Thema, aber so grob die Idee sollte klar sein. Dann schauen wir mal. Okay, soweit so gut. Wir machen einen Rechtsklick drauf, er sollte sich dahin drehen. Und ihr seht, es gibt einen Textfehler, den muss ich gleich nochmal korrigieren. Ich weiß, woran es liegt. Habe ich bis jetzt vergessen zu ändern. Wir gehen jetzt nochmal zu einer anderen Stelle. Gucken wir es jetzt mit Rechtsklick an. Das klappt soweit wunderbar. Und ein Linksklick wird ihn jetzt erstmal dahin gehen lassen und entsprechend hoffentlich die Linksklick-Aktion ausführen lassen. Okay. Das war es eigentlich soweit von diesem einfachen Interface. Ich werde jetzt nochmal kurz hier, damit ihr seht, warum mir der Held einen komischen Text ausgibt, werde ich hier den Text nochmal zum einen kopieren. Ihr seht hier, das Alphabet ist ein bisschen anders. Und was ich glaube ich gesehen habe, ist nach den eckigen Klammern gibt es hier diese zwei Charaktere. Die sind hier, aus welchem Grund auch immer, fragt mich nicht, nicht vorhanden. Daher werde ich sie hier auch nochmal einfügen und entsprechend alles andere überschreiben. Das war's soweit von mir bezüglich des einfachen Deponia-ähnlichen Interfaces. Das Inventar, was man damit dann entsprechend in Kombination nutzen kann, werde ich in einem anderen Video nochmal erklären, weil das Inventar quasi ähnlich ist wie das, wie man es zum Beispiel bei einem Coin-Menü nutzt. Und das möchte ich nicht unbedingt doppelt erklären. Von daher verzeiht mir, wenn ich das in diesem Video nicht erläutere, sondern in einem späteren, wo es dann mehr Sinn macht, gemeinsam dann anzugehen. Soweit von mir. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.